Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Heute bin ich im Gespräch mit Felix Barlinger, besser bekannt als Felix Bar, einem der größten Technik-YouTuber in diesem Land. Er ist gerade vor kurzem mit seinem Model 3 zum Nordcup gefahren und die Doku darüber, die 2 Stunden lang ist, ist gestern Abend erschienen. Ich verlinke sie euch natürlich unten. Ein paar Tage vorher hatte ich ihn zum Interview auf Skype und da hat er mir schon ein bisschen was erzählt über die Nordcup-Tour, über sein neues Studio und was die Corona-Krise so für ihn als YouTuber bedeutet. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo Felix, wir sind synchron. Und vielen Dank, dass du bei meiner kleinen Reihe mitmachst. Wie geht's Neuland in Zeiten von Corona? Wir haben jetzt ja seit 4 Wochen Ausgangssperre. Ich glaube, du hast es ganz geschickt gemacht. Du warst gar nicht da, richtig? Doch, ich war eigentlich unterwegs bis genau zu dem Zeitpunkt, wo es losgegangen ist. Aber gegen Ende von der Reise, auf der ich unterwegs war, wurde dann schon klar, hey, es macht jetzt mehr Sinn, langsam mal nach Hause zu kommen wieder. Ich bin eigentlich also fast genauso lang wie alle anderen auch in Deutschland in Quarantäne sozusagen. Also machst du auch so richtig mit Social Distancing, zu Hause bleiben und... Ja, schon. Ich meine, klar, als YouTuber ist der Lifestyle sowieso nicht so gesellig. Wenn man normal zu Hause ist und an irgendwelchen Videos schneidet, ist es ja relativ leicht, wenig Leute zu sehen, sage ich mal. Und weil ich gerade an einem sehr großen Projekt schneide viel, fällt es mir zurzeit tatsächlich auch recht leicht, einfach zu Hause zu bleiben, am Rechner zu sein, meiner Arbeit nachzugehen und abgesehen von Einkaufen und dem Umzug, den wir auch gerade planen, halt nicht aus dem Haus zu gehen. Also das heißt zunächst mal stimmungsmäßig eigentlich bist du nicht groß betroffen von Corona oder doch irgendwie? Ich glaube, es ist ein bisschen was anderes so, was man macht und was man gerne machen würde. Also ich merke schon, dass es mich sehr nervt, dieses Wissen zu haben, hey, ich kann nicht jederzeit rausgehen. Aber du bist, wie du gerade sagst, ganz gut mit Arbeit versorgt. Du hast gerade gesagt, großes Projekt. Ja. Kann man das, ist das spruchreif? Ja, auf jeden Fall. Also es ist vielleicht auch für deine Zuschauer interessant. Du machst ja auch viel über Elektromobilität. Genau. Wir waren mit einem Diesel-SUV und einem Tesla Model 3 Nordcup unterwegs oder zumindest war unser Ziel, zum Nordcup hochzufahren und wir haben einen Film darüber gedreht, also wirklich so ein Riesending, fast 2 Stunden lang, der sich halt jetzt gerade in der Postproduktion sozusagen befindet. Ja, es wird sehr spannend, aber es ist auch sehr viel Arbeit, das zusammenzuschneiden. Darf ich da noch ein bisschen nachfragen, wie das war mit dem Tesla? Du hast ihn dankenswerterweise, glaube ich, sogar mit meinem Referral-Code gekauft. Ja, ich wollte die kostenlosen Kilometer haben. Ja, ist doch geil. Und die meisten Leute, die ich kenne mit Referral-Codes, haben schon einen lebenslangen Supply sozusagen an kostenlosen Kilometern. Deswegen habe ich mir gedacht, bestelle ich mal bei dir. Ja, es war super cool. Es war nicht so einfach, wie viele Leute einen glauben lassen. Also als wir angekündigt haben, hey, wir fahren jetzt zum Nord gehabt mit dem Tesla, haben ganz viele Leute geschrieben, oh, ist doch Pipifax, weiß doch jeder, dass in Norwegen überall Ladestationen sind. Ja. Es sind schon tausende Leute mit dem Tesla zum Nordcup gefahren, guck mal hier Horst Lünning, guck mal hier dieser Blogartikel, guck mal da, der Tesla Björn und so weiter. Aber das Ding ist, wir sind halt wirklich im Winter hingefahren, also wir sind so Ende Februar aufgebrochen. Ich denke, das kann man noch als Winter zählen lassen. Ja. Und da ist es dann auf einmal sehr viel schwieriger, weil jeder weiß, im Winter leidet die Reichweite von Elektroautos. Aber nicht nur noch? Das auch. Also wir haben einmal einen Hypermiling-Test gemacht, wie weit wir kommen. Okay. Und da bin ich mit dem Model 3 Performance, ist ja mein Modell, 350 Kilometer grob gekommen. Ich glaube, mit so einem Rear-Wheel-Drive Long Range wäre da noch mehr drin gewesen. Okay. Aber ja. Da bist du aber auch nicht. War schon okay. Aber da sind wir natürlich gespannt auf dieses Video. Wann wird es kommen? Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe noch nie an so einem großen Projekt gearbeitet. Ich weiß nicht, wie lange noch Farbnachbearbeitung, Sounddesign und so, wie viel Zeit es noch fressen wird. Aber es kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen und dann auch in einem Stück als großes Ding auf meinem Kanal. Das ist ja das Witzige, weil du auch gerade so ein paar Namen genannt hast, Horst Lüning und so weiter. Also ich habe ja mal diesen Elektromobilitätsbereich so aufgerollt als dieser Dad und die waren irgendwie alle so, was will denn der da? Und plötzlich hat der so viele Abonnenten, ne? Also 35.000 so. Du hast jetzt 650.000, glaube ich. Und das Lustige ist, dass dich viele
in dem Bereich tatsächlich nicht kennen. Das finde ich. Ja, das war auch so ein bisschen die Idee hinter dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fühle mich selber schon irgendwie emotional so als Teil von dieser Elektro-Community. Ja. Ich schaue die alle super gern. Horst Lüning seit Jahren abonniert. Ja. Alex von Elektrisiert ist ja ein sehr guter Kollege von mir. Wir haben schon seit Jahren Kontakt. Ja. Und Elektroautos ist auch so mit neben Smartphones das Thema, was mich am meisten interessiert. Ja. Und da war jetzt auch mal die Idee, einfach ein Projekt rauszuknallen, was so eindeutig zeigt, so hallo, ich bin da, ich mache auch Elektroauto. Sehr gut, ich habe vorhin mit Uwe Kröger telefoniert, den du wahrscheinlich auch kennst, T&T Electromobility inzwischen. Der bereitet ja wieder den E-Cannonball vor im September. Hofft, dass der wieder stattfindet. Hoffentlich kann der stattfinden. Es gibt ja jetzt auch ein paar Model 3-Treffen, glaube ich, die ganz schön auf der Kante stehen. Das im Mai, Corona. Dieses große Model 3-Treffen im Mai, das steht wahrscheinlich sehr stark auf der Kante. Mhm. Ich fürchte, dass es nicht stattfindet. Das wäre eher bei dir in der Gegend gewesen, glaube ich auch. Ich war da auch angemeldet. Ja. Naja, aber dann sieht man dich bestimmt auch mal irgendwann bei Tesla-Events. Sehr cool. Du hast vorhin noch erwähnt, dass du eigentlich gerade umziehen wolltest, beziehungsweise war dein Studio-Umzug schon? Ja, oder? Genau, das ist das große Problem. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich produziere meine YouTube-Videos nicht von zu Hause aus dem Wohnzimmer, normalerweise zumindest nicht, sondern habe eine Wohnung, in der ich privat wohne und nochmal eine andere Wohnung, die ich mir dann als Studio hergerichtet habe, um auch Berufliches und Arbeit so ein bisschen zu trennen und auch um beruflich besser zusammenzuarbeiten. Und deswegen habe ich jetzt die letzten 3 Jahre zusammen mit meinem Kollegen Julian aus einem Studio gemeinsam gearbeitet und habe jetzt vor, in Zukunft mit meinen Kollegen Jonah und Jonas in Leipzig aus einem neuen Studio zu arbeiten. Der Plan war eigentlich, vor dem großen Nordcup-Tesla-Trip lösen wir das alte Studio in Krefeld auf und ziehen dann direkt nach dem Norwegen-Trip nach Leipzig. Ach so. Allerdings ist es halt so gewesen, dass wir jetzt das alte Studio aufgelöst haben, das jetzt gekündigt zum 1. Mai. Und dann, während wir in Norwegen unterwegs waren, ist halt Leipzig unter uns zusammengebrochen sozusagen, weil uns erst die Wohnung, die wir eigentlich ziehen wollten, vor der Nase weggeschnappt wurde. Gott. Und wir jetzt halt quasi gezwungen waren, mehr oder weniger, während der Corona-Zeit trotzdem in Leipzig ein neues Studio zu finden, weil am 1. Mai muss ich raus sein aus dem Alten. Da stehen nur noch Kisten drin. Das ist ein leerer Raum mit Kisten. Oh nee. Und ihr habt was gefunden? Ja. Wir haben was gefunden, ja. Wir sind jetzt gerade dabei, den Mietvertrag zu unterschreiben. Also Leipzig ist super. Genau. Also ich habe mal ein paar Tage bei einem Freund dort verbracht und hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, Leipzig. Du hast aber, glaube ich, schon mal dort gewohnt, oder? Ja, ich habe schon mal 3 Jahre in Leipzig gewohnt. Das ist auch ist genau der Grund, warum ich zurückkomme. Also ich liebe die Stadt so und ja, absolut. Insofern hat wahrscheinlich diese Umzugssituation mehr Einfluss auf deinen Content oder auf deine Regelmäßigkeit, als jetzt Corona einen Einfluss hat auf Content oder so. Naja, ich sag mal so, wenn der Umzug unter normalen Umständen stattgefunden hätte, dann hätte man halt mit einer berechenbaren Downtime sozusagen arbeiten können, dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt um, das dauert, keine Ahnung, 3 Wochen, danach geht's wieder los mit Content, freut euch drauf, Leute. Aber jetzt wissen wir halt einfach selber nicht, wie lange das dauern wird. Also bist du tatsächlich auf eine ganz andere, interessante Weise von Corona betroffen in deiner Arbeit als YouTuber. Allgemein muss ich nochmal dazu sagen, dass ich finde, dass wir als YouTuber und Online-Medienschaffende sozusagen extrem uns glücklich schätzen können, dass wir in der Position sind, in der wir gerade sind. Mhm. Weil ich kenne zwar auch ein paar YouTube-Kollegen, die es jetzt ein bisschen schwerer haben wegen der aktuellen Lage. Ja. Aber ich muss sagen, gerade für mich, es ist halt nervig. Mhm. Aber da hört es halt auch schon auf. Ja. Meine Existenz ist nicht bedroht. Okay. Allgemein geht es mir sehr gut. Mhm. Ich kann weiter die Projekte eigentlich verfolgen, die ich verfolgen will. Ja. Ich muss mir jetzt keine Sorgen drum machen, dass wenn ich jetzt das nächste Video hochlade, ob das überhaupt noch irgendjemand anschaut, weil die Leute sind da und haben Bock, Videos zu schauen. Das würde mich jetzt tatsächlich, weil du auch einen sehr großen Kanal hast und sehr viele Zuschauer hast, noch mal interessieren. Alle gehen online, klar. Also meine Heimatstadt Konstanz macht Konstanz TV, wo dann der Stadtbeauftragte, keine Ahnung, näht dann Mundschutz mit der Nähmaschine. Also es gibt wahnsinnig viel Content. Mhm. Jeder geht jetzt auf Internet und plötzlich, also wo mir jahrzehntelang die Zuschauer erzählt haben, schade, dass sie nicht mehr auf der Bühne sind. Das mit dem Internet, das ist jetzt so unseres, gell? Jetzt ist es halt auch denen ihrs, ne? Weil was sollen wir denn machen, ne? Neuland ist die einzige Alternative. Ja. Dieses große Angebot, hast du den Eindruck, die Leute haben mehr Zeit und haben mehr Bock und gucken mehr? Oder es gibt inzwischen so ein großes Angebot, dass die Leute eigentlich nicht mehr so viel gucken wie vorher?
Ich kann es nicht genau sagen, weil ich jetzt in den letzten Wochen selber nicht so viel hochgeladen habe, weil ich ja an dem großen Film sozusagen arbeite. Mhm. Aber meine Hoffnung ist aus meiner Position natürlich, dass jetzt eine erhöhte Nachfrage da ist und sich sogar noch mehr Leute finden, die dann zum Beispiel den Film von uns anschauen wollen. Mhm. Aber im Endeffekt, so wenn ich mich umschaue, was auf anderen Kanälen abgeht, ist mein Eindruck zumindest, dass trotz des zusätzlichen Angebots die Nachfrage auch noch stärker ist. Okay, vielleicht noch eine Sache, weil wir uns ja auch immer mal wieder auf Messen sehen, weil ja auch so eine IFA ist ja auch nicht unwichtig für dich. Hast du so auch ein bisschen Befürchtung? Ich meine, das geht jetzt nicht um die nächsten 3 Wochen, sondern um die nächsten 1 Jahr. Befürchtung oder? Jetzt nicht, weil wenn die IFA nicht stattfindet, dann findet sie halt nicht statt. So, ich komme auch ohne die IFA klar. Mhm. Es ist halt, wie gesagt, maximal halt nervig. Ich bin da recht zuversichtlich, dass ich das auch so oder so überleben werde, sage ich mal. Okay. Es ist nur halt schade, die ganzen Kollegen nicht sehen zu können, die ganzen Zuschauer treffen, was wir ja jedes Jahr auf der IFA machen, wird dann wahrscheinlich flach fallen, was auch sehr schade ist. Da kommt man dann halt mal ein Jahr mit klar und in der Hoffnung, dass es dann halt nächstes Jahr wieder alles im Normalzustand ist, kann man sich dann halt darauf freuen. Cool, vielleicht eines noch zum Schluss. Wir haben jetzt gemerkt, dass es so für dich insgesamt eigentlich relativ entspannt ist mit der Corona-Krise. Gibt es vielleicht irgendwas, wo du sogar im Gegenteil sagst, wenn das alles vorbei ist, dann gehe ich mit einem zusätzlichen Impuls raus oder mit irgendeiner Idee oder mit irgendwas Neuem. Ist da was? Ja, von meiner Seite aus direkt jetzt nicht unbedingt. Aber was ich sehr cool finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele andere Creator jetzt so einen neuen Sommer erleben sozusagen, was die Kreativität angeht. Weil auf einmal hat man viel mehr Zeit als normalerweise. Auf einmal funktionieren viele Business-Abläufe, die man normalerweise so kennt, in denen man drinsteckt, nicht mehr so direkt. Und ja, da merkt man, dass vor allem ein paar kreative Köpfe, sei es jetzt in der Musikbranche, sei es jetzt YouTuber, ist eigentlich gerade egal, auf einmal mit ganz vielen Ideen um die Ecke kommen, wo man eigentlich sagt, ja geil, dass wir das jetzt wenigstens erleben können. Super, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und mach's gut, bleib gesund. Danke dir auch. Du auch und ihr alle da draußen auch. Ciao. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert gerne und ja, seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad. Thank you.